Der erste Einsatz mit den Kollegen. Illegale Händler sind das Ziel der Cops. 400 machen täglich den offiziell lizenzierten Souvenirverkäufern das Leben schwer. Sie bieten zum Beispiel illegale Billigwaren aus China an. Doch bevor die beiden Bochumer Kultcops die Kollegen treffen, macht Toto schlapp. Ja, ich hau jetzt ab. Ich hab irgendwas in den Knochen. Ich weiß, durch das wechselnde Wetter und das war gestern so nass auch hier. Und, also hast du ja vorhin schon Fieber gehabt. Ich hab so, ja, wahrscheinlich Temperatur. Ich muss jetzt einfach abtreten. Dann bin ich wieder. Dann schlafe ich mich mal aus, nehme mal ein paar Tabletten. Mach das. Und dann wenn ich dann fertig aber. Bin, kommst komm einfach ich vorbei, mal. Sag dir Bescheid, wie es gelaufen bin, dann bringe ich dir ein paar Tabletten vorbei, die besorge ich gleich noch. Ja, ist richtig. Und dann guck, dass es dir morgen wieder besser geht. Ja. Ich fahre auch kein Auto. Schon dich. Ich fahre auch kein Auto mehr und kein Boot. Bis gleich, ne? Richtig hin. Bin ich auf mich alleine gestellt. Zum Glück habe ich ja noch ein paar Kollegen hier aus Venedig. Das wird jetzt allerdings für mich schon ein bisschen merkwürdig werden. Also wenn ich meinen Kumpel nicht an meiner Seite habe, das ist schon wirklich ganz was anderes. Ne? Ja, schauen wir mal. Muss ich aber jetzt durch. Harry trifft sich mit Kommissario Gianni Franzoi. Der Einsatz beginnt am Markusplatz, einem der Wahrzeichen der Stadt. Hier treffen Touristen auf nervige Rosenverkäufer. Schnell haben Gianni und seine Kollegen einen illegalen Verkäufer ausgemacht. Keine Überraschung. Anscheinend ist er ein Migrant und hält sich mit kleinen Jobs über Wasser. Jetzt haben wir hier jemanden, der Rosen verkauft, illegalerweise. Der junge Mann ist aus Bangladesch. Konnte auch keine vernünftigen Dokumente vorweisen, sondern nur eine Kopie seines Ausweises. Und hat hier Rosen verkauft, was ihm also nicht erlaubt ist, wenn er keine Lizenz dafür hat. Währenddessen vernehmen die anderen Beamten einen Verkäufer, der illegal Billigspielzeug verkauft. Die Touristen fühlen sich durch die aufdringlichen Händler gestört. Ja, ist schon echt spannend jetzt. Ist eine ganz besondere Situation für mich. Mein eigentlicher Streifenpartner ist zu Hause im Hotel, ist krank. Und jetzt laufe ich alleine hier mit Gianni durch Venedig, quasi so als Streifenteam. Er hat sich meiner angenommen, hat mich adoptiert. Und ich fühle mich fast schon wie ein vollwertiger Kollege hier in Venedig, sage ich ganz ehrlich. Aber zum Highlight der Italienreise wird Kumpel Toto wieder bei ihm sein. Wenn die beiden den weltberühmten Mafiajäger und Bürgermeister von Palermo, Leo Luca Orlando, treffen. Man versucht, die Verbindung zwischen normal und organisierter Kriminalität kaputt zu machen. Toto und Harry sind schwer beeindruckt. Also ich habe also Kloß im Hals gehabt, ja. Hier, weil ich gesagt habe, es ist eine hohe Ehre, hier in diesem Hause, wo er hier der Bürgermeister ist, das zu machen. Vorerst heißt es für Harry allein in Venedig. Kommissario Gianni und er sind auf der Jagd nach Schwarzhändlern. Und bald schon ist ihnen ein junger Mann nicht geheuer. Ciao. Police. Polizei, halt. Bitte zeigen Sie mir Ihren Ausweis. Das ist kein normaler Tourist. Hol das mal raus. Gianni hat natürlich einen Blick für seine Leute, er wusste ganz genau, er hat ihn aus dem Augenwinkel gesehen, im Vorbeigehen an diesem Park, wie er hierher kam und wusste sofort, da könnte was sein. Hat ihn kontrolliert, er hat zwar Dokumente dabei, auch einen italienischen Ausweis, spricht aber selber sehr schlecht Italienisch und hat auch wieder Waren dabei, die er ohne Erlaubnis verkauft. Das ist verboten. Dieses Kinderspielzeug verstößt gegen die europäischen Bestimmungen. Das ist sehr gefährlich. For the kids. Toys. Okay. Throw it? Do it. Please, do it. Diese Wurfgeschosse können bis zu 30 Meter weit fliegen und Menschen verletzen. In vielen Urlaubsorten werden sie trotzdem verkauft. Wow. Sieht toll aus, ein klasse Effekt, aber verboten. Okay.